Game of Thrones-Fans wissen, der Winter naht. Während die kalte Jahreszeit in unseren Breitengraden stets 3 Monate lang andauert, sehen sich die Bewohner des fiktiven Königreichs Westeros mit jahrelanger Kälte und undurchdringlicher Dunkelheit konfrontiert. Doch glücklicherweise finden wir derart extreme Wetterperioden nur in der Fantasy-Welt vor. Oder etwa doch nicht? Nun, nicht wirklich. Denn tatsächlich durchläuft auch unser blauer Heimatplanet regelmäßige Zyklen, die sich in drastischen Veränderungen des Klimas niederschlagen. Ihr möchtet wissen, was es mit den Hintergründen und Folgen dieser Ereignisse auf sich hat und ob uns auch ein harscher Game of Thrones Winter droht? Dann lasst uns gern ein Like und ein Abo da und schaut euch unser Video unbedingt bis zum Schluss an. Die Jahreszeiten. Zu Beginn unseres Videos ist es sinnvoll, zunächst einmal eine einfache Frage zu beantworten. Was verursacht eigentlich die uns bekannten Jahreszeiten? Die grundsätzliche Antwort lautet: Die Jahreszeiten sind davon abhängig, wie lange und in welchem Winkel die Sonnenstrahlen am Tag auf unseren Globus treffen. Da die Erdachse geneigt ist und unser blauer Heimatplanet die Sonne umkreist, verändert sich auch der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen im Verlauf des Jahres. Dabei gilt die Grundregel: Je spitzer dieser Einfallswinkel ist, desto weniger Sonnenstrahlen können unsere Erde aufwärmen. Und umgekehrt: Je steiler der Mutterstern augenscheinlich am Himmel steht, desto wärmer wird es auf der Planetenoberfläche. Infolge der Erdneigung sind die Jahreszeiten auf den beiden Halbkugeln also genau entgegengesetzt. Während wir hierzulande von Dezember bis Februar aus dem Frösteln nicht mehr rauskommen, sehen sich die Australier in dieser Zeit mit den heißesten Tagen des Jahres konfrontiert. Doch auch bezüglich der Jahreszeiten gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel. So werden die Tropen nahe des Äquators mit einem Tageszeitenklima charakterisiert, was bedeutet, dass der Winkel der einfallenden Sonnenstrahlen praktisch das gesamte Jahr über gleich bleibt. Starke Temperaturschwankungen werden dort demnach nicht jahreszeitlich, sondern lediglich zwischen Tag und Nacht registriert. Auch die unterschiedlich langen Tageszeiten, wie wir sie kennen, sind den Bewohnern der Äquatortropen fremd. Die Pole fallen ebenso drastisch aus dem gängigen Jahreszeitenschema heraus. Demnach folgen diese Regionen einem Wechsel von Polarnacht und Polartag, wobei die Sonne für sie je 6 Monate nicht aufgeht bzw. untergeht. Die Wege der Planeten. Doch habt ihr gewusst, dass die Neigung der Erdachse nicht statisch und darüber hinaus keineswegs der einzige Faktor ist, der bestimmt, wie warm oder kalt es auf unserem Heimatplaneten wird? Blicken wir dazu nur einmal auf die allseits bekannten Modelle unseres Planetensystems. In den entsprechenden Darstellungen sehen wir, wie die einzelnen Himmelskörper durch die Anziehungskraft der Sonne in perfekten Bahnen um unseren zentralen Wirtsstern rotieren. Allerdings spiegelt diese Veranschaulichung nicht die tatsächliche Realität wider. In Wahrheit ist die Sonne nämlich keinesfalls die einzige Gravitationskraft, welche den Weg des Erdballs durch das All festsetzt. Obwohl unser Zentralgestirn zweifelsohne den größten Einfluss auf uns besitzt, dürfen wir unsere planetaren Nachbarn hierbei nicht außer Acht lassen. Allen voran sind hier die mächtigen Gasriesen Jupiter und Saturn zu nennen. Letzten Endes resultiert der Tanz der Planeten also aus dem zentralen Einfluss der Sonne und einem stetigen Wechselspiel aus Zerren und Schubsen der übrigen Körper. Welche Effekte mit den daraus resultierenden Veränderungen von Neigungswinkel und Umlaufbahn einhergehen, fand der serbische Mathematiker Milutin Milankovic im Jahr 1920 heraus. Milankovic-Zyklen. Bei den Milankovic-Zyklen handelt es sich um jene Perioden, in denen die Intensität der Sonneneinstrahlung über die jährliche Schwankungsbreite hinaus abweicht. Im Detail reduziert sich die Einstrahlung im Rahmen dieser Zyklen um 5-10%, wodurch diese als maßgeblicher Wegbereiter für die Kalt- und Warmzeiten der letzten 3,5 Millionen Jahre gelten. So unterliegen die Erdbahn, die Rotationsachse, die Achsenneigung und die sogenannte Präzession unterschiedlichen Zeitskalen, die mit einer spürbaren Veränderung des Einfallswinkels der Sonneneinstrahlung einhergehen. Verschaffen wir uns also einmal einen Überblick über die einzelnen Faktoren der Zyklen. Zunächst wäre da die Erdumlaufbahn. Über einen Zeitraum von 100.000 Jahren wird die Erdumlaufbahn zunächst mehr und dann weniger elliptisch. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass der Abstand zwischen der Sonne und der Erde umso konstanter bleibt, je mehr die Umlaufbahn einem Kreis ähnelt. Folglich nehmen die Schwankungen zu, wenn sich die Form der Erdumlaufbahn an eine Ellipse annähert. Infolge der aktuellen Form der Umlaufbahn wird das Periphel, also der sonnennächste Punkt der Erde, auf genau den 2. Januar datiert. Das Aphel, also der sonnenfernste Punkt, wird wiederum Anfang Juli erreicht.
Und obwohl die gegenwärtige Umlaufbahn mehr einem Kreis als einer Ellipse ähnelt, erfahren wir noch immer einen Unterschied von 7% der Menge an Sonnenlicht zwischen diesen beiden Extrempunkten. Mit der Annäherung an die Ellipse wird sich der Wert künftig sogar auf bis zu 23% einpendeln. Änderung der Achsenneigung. Die Änderung der Achsenneigung unterliegt wiederum einer Periode von etwa 41.000 Jahren. Bei einer Änderung der Neigung zwischen 22,1 Grad und 24,5 Grad unterliegt also auch der Winkel, in dem die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen, periodischen Schwankungen in höheren Breitengraden. Je größer die Achsenneigung ist, umso kälter sind die Winter in den höheren Breiten, wobei die Sommer im selben Atemzug wärmer sind. Während der Nordpol des Himmels aktuell ungefähr in Richtung des Polarsterns ausgerichtet ist, wird sich dies im Rahmen der veränderten Achsenneigung künftig ändern. Daraus folgt, in etwa 13.000 Jahren wird die nördliche Hemisphäre ihren Sommer im Januar haben, während die heiße Jahreszeit auf der Südhalbkugel im Juni anbricht. Präzession. Auch die Präzession unterliegt den Milankovitch-Zyklen. Damit ist allgemein die Richtungsänderung eines rotierenden Körpers gemeint, die dessen Rotationsachse ausführt, wenn eine äußere Kraft ein Drehmoment senkrecht zu eben jener Achse ausübt. Bei einer Periode zwischen 19.000 und 24.000 Jahren überlagern sich hier im Detail aber zwei verschiedene Zyklen. Die Präzession der Erdrotationsachse sowie die Präzession der Apsiden, sprich der gesamten Bahn in der Bahnebene. Zyklen und Eiszeiten. Milankovitch ging seinerzeit davon aus, dass die Veränderung der Sonneneinstrahlung einen natürlichen Taktgeber der verschiedenen Kaltzeiten verkörpert. Im Detail sei dies auf das Wachstum und Abschmelzen großer Eisschilde zurückzuführen. Auch wenn wir noch immer nicht ganz verstehen, wie die Eiszeiten genau kommen und gehen, steht fest, dass sich einige dieser frostigen Perioden auffällig mit den 100.000-jährigen Milankovitch-Zyklen überschnitten haben. Demnach stellt sich beispielsweise eine Phase ein, in der sich die Ebene, in der sich die Erde um die Sonne dreht, immer stärker neigt. Die bloße Änderung der Erdbahnneigung erklärt natürlich nicht, warum es anschließend kälter oder wärmer wird, denn dann bleibt immerhin der Abstand zwischen den Himmelskörpern immer noch gleich. Jedoch stimmt dieser geneigte Zyklus perfekt mit den Zeiträumen ein, in denen die Eiszeiten in den letzten 800.000 Jahren auftraten. Infolgedessen gehen die Wissenschaftler davon aus, dass diesbezüglich ein direkter Zusammenhang bestehen muss. Möglicherweise blockiert kosmischer Staub, der währenddessen in der Ebene der Erdumlaufbahn liegt, einen Teil des Sonnenlichts. Winter is coming. Aktuellen Prognosen zufolge ist das Auftreten der nächsten Kaltzeit also so sicher wie das Amen in der Kirche. Im Gegensatz zu anderen Klimaantrieben erlaubt die Analyse von astronomischen Bahnparametern nämlich eine zuverlässige Prognose über mehrere tausend Jahre hinweg. Aktuell stellt sich unser blauer Heimatplanet auf eine allmähliche Abkühlung ein. Doch interessanterweise sind es nicht die kälteren Winter, die diese Entwicklung befeuern, sondern die milderen Sommer. Was bei genauerer Betrachtung nur logisch erscheint. Während die Schnee- und Eismassen, die sich während der Wintermonate auf den Gipfeln der Berge und in kalten Polarregionen ansammeln, dazu neigen, im Sommer wegzuschmelzen, kann ein kühlerer Sommer dies verhindern. Wenn der Schnee erst einmal zu einem dauerhaften Merkmal der Landschaft geworden ist, kommt die verstärkte Albedo ins Spiel. Damit ist das Rückstrahlvermögen einer Oberfläche gemeint. Oder in anderen Worten, je mehr Teile der Erde von strahlend weißen Schnee- und Eisflächen bedeckt sind, umso mehr Sonnenlicht wird zurück in den Weltraum reflektiert. Das führt wiederum dazu, dass die Erdoberflächentemperaturen noch weiter absinken und im wahrsten Sinne des Wortes einen Schneeballeffekt befeuern. Umgangssprachlich ausgedrückt befinden wir uns aktuell in einer Zwischeneiszeit. Allerdings sollten wir uns vor diesem flüchtigen Moment der Wärme nicht täuschen lassen. Wie sich die nächste Kaltzeit in der Realität niederschlagen wird, bleibt abzuwarten. Im Detail stellt sich nämlich etwa alle 405.000 Jahre ein Exzentrizitätsminimum ein, welches dazu führen wird, dass die nächste Eiszeit bedeutend weniger dramatisch ausfallen dürfte als die vier vorangegangenen. Ungewisser Ausblick. Allerdings gilt es hierbei zu berücksichtigen, dass auch nicht-astronomische Faktoren das globale Klima beeinflussen. Denken wir dazu nur einmal an die Veränderungen der Erdatmosphäre. So könnten der veränderte Aerosol- und Treibhausgasgehalt nicht nur miteinander, sondern auch mit astronomischen Faktoren wechselwirken. Ob sich diese komplexe Rückkopplung letztlich positiv oder negativ auf unser Klima auswirkt, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt auch für den Anbruch und den Verlauf der nächsten Kaltzeit. Gemäß den Modellen und dem zurückliegenden Zyklentrend, der mithilfe von Sedimentbohrkernen aus der Tiefsee rekonstruiert wurde, sollten wir uns in einigen 10.000 Jahren warm anziehen.
Jedoch kann derzeit niemand mit letzter Sicherheit sagen, ob die Berechnungen auch wirklich mit der Realität übereinstimmen werden. Dies hängt in erster Linie davon ab, wie viele menschengemachte und natürliche Treibhausgase künftig in die Erdatmosphäre gelangen. Tja, Leute, und jetzt interessiert uns eure Meinung. Was denkt ihr über die Milankovitch-Zyklen und die damit verbundenen Folgen auf das globale Klima? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und eure Kommentare zu unserem Video ganz einfach unten als Feedback rein. Denkt bei der Gelegenheit auch dran, uns einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Werft zum Abschluss gerne auch noch einen Blick auf die anderen Videos unseres Kanals, die wir hier im Abspann für euch verlinkt haben. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.